Gibt es etwas in deinem Business, was du schon lange implementieren wolltest, aber es immer wieder aufschiebst, weil du entweder ein Perfektionist bist oder weil du glaubst, es ist nicht der richtige Zeitpunkt oder weil du dir emotional im Weg stehst, obwohl du weißt, dass du im Endeffekt viel mehr davon profitieren willst, weil du entweder mehr Spaß haben wirst oder glücklicher wirst oder mehr Geld verdienen wirst dadurch oder es deine Zeit befreit. Ja, es gibt so viele Unternehmer, die an einem Punkt stehen, wo sie einfach in einer Routine sind und teilweise Leute, die seit 5 Jahren oder 10 Jahren schon im Business sind und sie genau wissen, ich möchte vielleicht dieses neue Produkt auf den Markt bringen oder dieses neue Marktsegment bedienen oder die Preise anpassen. Aber dann steht man sich selber emotional und mental im Weg. Und es ist so wichtig, dass man das identifiziert und merkt, was hält mich da wirklich ab, das zu machen, was ich eigentlich schon genau weiß. Ich habe es bei anderen gesehen, ich weiß, dass es eigentlich funktioniert, aber irgendetwas hält mich zurück. So, und ich habe heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen, denn ich habe ein Gespräch mit Julia, sie ist bei mir im Circle of Power und sie hat genau diese Situation, ja, dass sie ein Business hat für sich, aber sie wollte in ein neues Segment reingehen, ein neues Produkt auf den Markt bringen, nämlich ein Coaching-Programm. Sie wollte sich selber als Mentorin anbieten für andere Fotografen. Sie ist professionelle Fotografin, das wird sie euch alles genau selbst erzählen. Aber sie hat die letzten Monate wirklich damit gespielt, diesen Gedanken gespielt, dieses Programm zu kreieren, nach draußen zu gehen, sich als Expertin zu positionieren, aber hatte da diese Blockaden, diese Limitierung, dass sie vielleicht schon nicht gut genug ist, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist und so weiter und so fort. Und das Gute ist, dass wir im Circle of Power direkt in die Umsetzung kommen. Mein Motto ist, mach es einfach und mach es einfach. Und sie hat in den 8 Wochen, in den letzten 8 Wochen, hat sie nicht nur für sich selbst diese Blockaden, diese internen Blockaden für sich aufgelöst, sie hat ein Programm komplett fertig kreiert und sie hat schon ihre ersten Kunden und ist jetzt bereit für den Launch. Und das ist alles innerhalb von 8 Wochen passiert, was vorher über mehrere Monate nur eine Idee im Kopf war, ein Plan war, der aber nicht umgesetzt wurde. Und was genau alles für Steps sind, wie sie das gemacht hat in ihrem Kopf und was die Limitierungen genau waren, wo sie jetzt steht, das wirst du erfahren in diesem Interview. Ich freue mich drauf. Also, check das jetzt ab. Hallo, mein Name ist Ben Ouattara und herzlich willkommen zum heutigen Kundeninterview. Ich bin heute hier mit Julia. Julia ist Familienfotografin und Mentor für Familienfotografen und ist bei mir im Circle of Power. Und ihr könnt mehr über Julia erfahren unter jp-babyfotografie.de. Hallo Julia, herzlichen Dank, dass du hier heute dabei bist und bereit auch bist, deine Journey mit uns zu teilen. Und ja, das war jetzt ein kleines Intro, aber stell dich mal bitte ganz kurz vor für die Leute da draußen, ja, die ein bisschen mehr über dich erfahren möchten. Hallo Ben, ja, ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe. Ja, ich bin Familienfotografin, jetzt seit 7 Jahren und seit deinem Programm bin ich, also sagen wir es mal so, ich bin schon eine Weile länger Mentor für Fotografinnen, aber seit deinem Programm bin ich raus damit, ganz in die Öffentlichkeit sozusagen und habe mein erstes Programm, mein Mentoring-Programm für Fotografen gestartet, das jetzt Ende Oktober losgeht mit der allerersten Runde, mit den ersten Fotografinnen. Davor waren es eben viele Einzelcoachings und Einzeltermine und jetzt, genau, geht es in ein richtiges Programm. Sehr nice. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Sehr, sehr cool. Und ja, sag mir mal, warum hast du dich für den Power Call angemeldet? Was war der Grund, was war der Beweggrund für dich, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt in ein Coaching oder ich interessiere mich dafür? Also ich habe ja schon gesagt, ich bin sieben Jahre lang jetzt selbstständig und irgendwann kam der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, es ist Zeit, an mir zu arbeiten, mehr in mich zu investieren. Ich habe viele Jahre in mein Business, in meine Fotografie, in die Qualität meiner Bilder investiert, aber nicht wirklich in mich. Und irgendwann habe ich begriffen, dass das eigentlich der Kern ist, der Schlüssel. Also mein Business ist nur so groß wie ich selber. Den Spruch finde ich ziemlich treffend. Und deswegen habe ich für mich gemerkt, dass ich da unbedingt was tun muss und auch Nachholbedarf hatte. Und dann bin ich wahrscheinlich wie so viele über deinen Podcast gekommen. Der hat mich in meinem Sommerurlaub begleitet. Und genau, als der zu Ende war, war mir klar, okay, jetzt ist es Zeit, wirklich was zu verändern. Und ich habe auch gespürt, da ist noch mehr möglich. Da kann sich bei mir ganz viel tun. Und ja, das war so der Grund.
weshalb ich dann mich zu dem Call angemeldet habe. Und was waren jetzt deine Limitierungen? War das jetzt so, dass du gesagt hast, okay, ich gebe jetzt gerade Gas und alles, was ich mache, funktioniert, aber ich weiß, da ist mehr? Oder hattest du Punkte, wo du gesagt hast, ach, das sind eigentlich Sachen, wo ich eigentlich schon länger so etwas machen will, aber ich habe da Limitierungen? Und welche waren das? Ja, also auf jeden Fall Limitierungen, super viele Glaubenssätze, die, ja, von denen ich zum Teil wusste, zum Teil auch nicht. Ja, so schwierig zu sagen, welche ganz genau, aber also es waren definitiv Limitierungen, die mich zurückgehalten haben, ja, nach draußen zu gehen, mich zu zeigen, mich zu öffnen, selbstbewusst ein Stück weit zu sein, an sich zu glauben. Ja, so diese Dinge, die sie sich klein machen, das waren so, glaube ich, die Hauptdinge bei mir. Und ja, das verändert natürlich dann, verändert ganz viel jetzt durch das Coaching mit dir, die ganzen Themen, die man da dann, auf die man eingeht. Also es war bei mir wirklich so, dass ich was verändern wollte, aber ich wusste, ich stehe mir irgendwie selber im Weg. So kann man es vielleicht sagen. Ich stehe mir selbst im Weg und habe eine Möglichkeit gesucht, wie ich mich verändern kann, mein Denken vor allem, eher mein Denken. Und damit natürlich dann auch mich selber, um ja da diese Hürde zu überwinden, die ich da hatte, diese Limitierungen. Und ich denke, es ist immer sehr wichtig, dass man da also auf einige Beispiele eingeht, weil ich weiß, dass sehr viele Leute zugucken, die halt auch Erfahrungen haben, die schon sehr gute Ergebnisse haben, die zufriedene Kunden haben und vor allen Dingen, wenn man jetzt im kreativen Bereich, ich kenne das ja auch, ich habe ja Regie studiert, ich war auf einer Kunstakademie, da waren sehr viele auch Fotografen, Grafikdesigner, Webdesigner, Video-Freelancer, Leute, die erstmal als Einzelkämpfer anfangen und man hält sich dann manchmal aber selber trotzdem noch klein, hat diese hohen Erwartungen an sich selbst, perfektionistisch, obwohl man vielleicht schon 100 Kunden haben, die zufrieden sind, hat man irgendwo noch immer dieses Gefühl, ja, aber ich bin noch nicht so gut, weil man sich vielleicht vergleicht mit irgendwelchen Leuten oder was auch immer, was man für einen Standard in seinem Kopf hat. Und das sorgt dann dafür, dass man natürlich sich selber klein hält, vielleicht seine Preise nicht erhöht oder nicht sich traut, ne, wie du sagst, sich nach draußen zu präsentieren. Und wie hat sich das manifestiert in deinem Alltag? Also was waren wirklich die Sachen, wo du gemerkt hast, ich halte mich selber klein? Weil ist es so, dass, also eine Sache, dass du gesagt hast, ich zeige mich nicht nach draußen, ich nehme an, dass es jetzt was Social Media angeht oder dass man sagt, man versucht jetzt nicht zu groß sich zu präsentieren oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Also es hat jetzt mehr in meinem Fall mit dem Mentoring zu tun. Also in der Fotografie, da bin ich schon vor einer Weile zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, hey, meine Bilder sind es wert, meine Kunden bezahlen auch die Preise, die ich dafür aufrufe, aber auch das war auf jeden Fall ein Prozess. Und dann war so der nächste Step, okay, ich weiß so viel, was ich weitergeben kann, aber dieses Gefühl, ja, bin ich so weit, ist es das wirklich wert, auch anderen was weiterzugeben? Bin ich schon weit genug? Ja, einfach dann Mentor für andere zu sein. Und ich habe es gemerkt in den Einzelcoachings, die ich hatte, dass ich definitiv was weitergeben kann, aber ich war trotzdem also limitiert. Ich hatte Angst, dass es nicht ankommt, dass ich nicht ankomme als Mensch, als Typ. Ja, und das fängt halt im Kopf einfach an, sich selber auch erstmal anzunehmen und ja, zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter, warum macht man sich so klein oder warum hat man das Gefühl, man kann anderen vielleicht nichts weitergeben. Auch diese Sorge natürlich vor Ablehnung natürlich, sobald man rausgeht und sich öffnet und zeigt, muss man ein Stück weit mit Ablehnung rechnen. Und damit umzugehen, da hatte ich ein schlechtes Gefühl dabei. Und ja, das hat sich definitiv verändert. Okay, dann erzähl mir mal. Also wir gehen ja mal von diesem Prinzip aus, immer sein, tun, haben. Sondern es ist immer so wichtig, dass man an sich selbst arbeitet, weil wie man sich selber sieht, seine eigene Identität, kreiert ja Gedanken, Emotionen und das steht uns entweder im Weg oder hilft uns nach vorne zu gehen. Das heißt, wie würdest du sagen, was ist der größte Unterschied zwischen der Version von dir, die du jetzt bist und der Version von dir, die du vor 8 Wochen warst? Der größte Unterschied,
Ich bin viel mehr bei mir selber. Ich habe diese vielen Zweifel sind, ich will nicht sagen weg, aber sie sind erstens kleiner und zweitens, und das finde ich irgendwie das Spannendste daran, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt echt eine Idee, eine Anleitung, was ich tun kann, wenn diese Themen wiederkommen. Also natürlich ist man jetzt nach 8 Wochen nicht ein komplett anderer Mensch und alles, was man vorher dachte und kommt niemals wieder. Kommen die Dips, also die Tiefs kommen wieder. Es ist immer noch ein Hoch und Auf und Ab. Aber ich habe das erste Mal jetzt das Gefühl, dass ich eine Idee habe, was ich dann tun kann, wie ich damit umgehen kann, wo ich nochmal reingehen kann. Was ich selber tatsächlich für mich verändern kann, damit ich da wieder rauskomme. Und das hatte ich halt früher nicht. Da war ich so dann gefangen in diesem, ja, man kommt wieder raus aus der Routine und was dann? Dann ist man quasi wieder allein und muss gucken, wie komm ich da jetzt wieder raus? Und jetzt habe ich halt wirklich das Gefühl, ich weiß genau, was ich tun muss, um wieder reinzukommen. Und das gibt mir so viel Sicherheit irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich bin viel klarer, ich bin nicht mehr wie so ein Ping-Pong, der hin und her saust, sondern ja, es gibt einem ein bisschen innere Ruhe einfach auch, weil man weiß, okay, wenn es kommt, ist es normal, ich weiß, was ich dann tun muss und ja, diese Sicherheit und das hat sich total verändert. Ich glaube auch nach außen hin, also ich kriege das ganz oft gesagt, dass ich mich verändert hätte von denen, die mir jetzt auch nahe sind, die Menschen. Und ich persönlich fühle es für mich selber. Also dieses Auf und Ab ist auf jeden Fall weniger geworden, was für mich sehr positiv ist. Ja, das ist, glaube ich, so das Größte wirklich für mich jetzt. Und natürlich hat es jetzt riesen Auswirkungen auf, was sich jetzt für mich auch beruflich und in dem anderen Bereich verändert hat. Also das war jetzt wirklich nur das für mich privat, innerlich so. Was man ja nicht unbedingt jetzt auch so nach außen teilt, aber ja, und alles andere, daraus ergibt sich dann ja alles andere quasi. Sehr, sehr interessant, weil dieser Punkt, den du da angesprochen hast, und für mich ist das immer wieder so interessant zu sehen. Ich meine, wir haben ja auch andere im Coaching, die auch ihre Transformation durchgehen. Und für mich, das ist ja etwas, was ich immer wieder bezeuge und mitverfolge, was wirklich die Transformation angeht, die intern passiert. Und das ist ja auch das, was Leute Selbstvertrauen nennen. Ja, du hast das Vertrauen in dir selbst, aber nicht, weil so das Ego dann so groß ist und nicht, weil man dann nie wieder irgendwelche Probleme haben wird oder irgendwelche Gedanken kommen, sondern weil man genau weiß, man hat jetzt Werkzeuge, wie man damit umgehen kann und jetzt hat man keine Angst mehr, dass bestimmte Situationen kommen. Das ist ja das Problem, was die meisten Leute haben. Sie bleiben in ihrer Komfortzone, weil sie nicht damit umgehen können, was vielleicht auf sie zukommt oder die Emotionen, die bei ihnen hochkommen, sie können nicht damit umgehen und deswegen trauen sie sich selber gar nicht zu, in diesen Situationen dann weiter nach vorne zu gehen und jetzt weißt du, okay, ich weiß jetzt, wie ich damit umgehe, also habe ich keine Angst mehr davor und das ist ja diese Ruhe, die du dann verspürst und jetzt ist das Interessante, wie hat sich das jetzt manifestiert in deinem Tun, in deiner Produktivität, in deinem Alltag, hast du bestimmte Entscheidungen getroffen oder hast du gemerkt, dass du irgendwie anders auf Situationen rangehst oder schneller, was für einen Impact hat das jetzt gehabt in der Realität, weil man kann jetzt sagen, okay super, du fühlst die innere Ruhe, aber trotzdem hast du dieselben Ergebnisse wie vorher oder du gehst gleich in deinen Tag rein. Was ich meine natürlich, ne, was Business angeht und 8 Wochen ist ein gewisser Zeitraum, wenn man sich 6 Monate oder ein Jahr anguckt, dann kann man natürlich mehr erreichen. Aber was kannst du jetzt schon für dich feststellen, was sich verändert hat an deinem Tun? Also zum einen hatte ich jetzt das Glück, dass ich eben so ziemlich schnell am Anfang dieser 8 Wochen mein One Thing definiert und gefunden habe und das natürlich jetzt komplett eben der Kurs beginnt jetzt am Freitag. Das heißt, ich habe echt fast die 8 Wochen nutzen können, um da ins Tun, ins Handeln zu kommen und habe damit auch alles ein Stück weit durchlebt, was da der Kurs quasi behandelt, die Ups und Downs und bin aus meiner Komfortzone so krass rausgegangen, dass es wirklich, es fühlt sich mega gut an und ich habe jetzt auch nicht mehr das Gefühl, ich wüsste gerade nicht, was mich noch schocken kann, so in ungefähr. Ne? Also wenn man sich einmal rausgewagt hat, dann hat man ja plötzlich auch das Gefühl, da ist noch so viel mehr möglich. Und also das zum einen, da hat sich natürlich für mich alles verändert und zum anderen jetzt so im Alltag
Ja, nutze ich natürlich die Dinge, die man im Kurs lernt. Also was jetzt die Strukturen angeht, ich arbeite mit dem Journal, ich überlege mir abends schon, was will ich am nächsten Tag machen. Bin sowieso, dass ich wenig Zeit habe. Ich habe zwei Kinder, das heißt, meine Zeit ist mega limitiert und deswegen ist es gerade für mich so extrem wichtig, das zu perfektionieren quasi, möglichst viel in dieser Zeit geschafft zu kriegen. Und da sind die ganzen Techniken natürlich perfekt. Das Journal, aber auch um ja, diese innere Ruhe beizubehalten, indem man immer wieder reflektiert und nicht vergisst, was habe ich eigentlich alles erreicht. Das finde ich unglaublich, wenn man es nicht. Ich habe auch gemerkt, wenn ich mal nicht aufgeschrieben habe, wie ja, lost in Anführungsstrichen, ich plötzlich wieder war oder wie es wieder anfing, die Unruhe zu kommen. Und wenn man sich aufschreibt, notiert und dranbleibt, dann hat man einfach eine ganz andere Ruhe, weil man sieht, was man geschafft hat. Und auch dieses, ich bin rausgekommen, aber kein Problem, ich mache einfach weiter, ist auch super. Das kann man ja für alles anwenden, ob es jetzt Sport ist oder was auch immer. Was mir auch super geholfen hat, ist das Atmen. Ich finde auch das Beispiel mit dem Raucher mega, weil da muss ich jetzt, also muss ich immer dran denken. Und ja, also einfach, was da die Raucher in Anführungsstrichen alles richtig machen, fand ich ein super Bild. Genau, und natürlich auch jetzt gerade in meinem Bereich das Starten von Flugzeugen, dass man nur eins nacheinander startet, auch ein super Bild, das auf jeden Fall bei mir bleibt. Ja, in all den Bereichen, die ich gerade jetzt starte und mich wirklich auch nur auf eins fokussiere, das eine One Thing ist auch so wertvoll, da ja wirklich das umzusetzen und dabei zu bleiben, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr cool. Und das ist wirklich einer der Gründe, warum ich auch den Leuten sage, wenn ich sie coache, dann müssen sie ein Projekt haben. Sie müssen gerade ein Ziel haben, weil du hättest diese Transformation ja nicht durchgehen können, hättest du jetzt nur die Theorie dir angehört von dem, was ich erkläre. Dadurch, dass du dich durchlaufen bist und wirklich auch, ich erinnere mich ja an manche Sessions, wo du gesagt hast, also wirklich, also heute ist, die letzten 2, 3 Tage war jetzt nicht wirklich so gut, ne? Und dann gehen wir ganz kurz in einen Switch rein und du merkst, oh, Moment, wow. So, ne? Und du kannst anhand dieser Situation, merkst du, was bei dir intern passiert, wie du das intern switchst und plötzlich die Situation anders ist und dann gehst du anders rein. Und das wirklich Step für Step, Woche nach Woche, sorgt dafür, dass du dann merkst, okay, diese Situation jetzt ist genau wie vor 2 Wochen eigentlich und jetzt merkt man viel mehr, was man in seinem eigenen Kopf macht. Und das ist halt wirklich diese Power und diese Macht und ja, diese Routine. Das ist so wichtig, weil, ne, viele Leute sagen mir, ja, ich habe schon mal ein Journal geführt, ja, ich habe schon mal das Morgenritual, das kenne ich, ja. Und sie glauben, dass sie wissen, aber sie nutzen es nicht und wenden es nicht an und merken gar nicht, was für eine Macht und was für eine Power da drin steckt. Und wenn man das eine Weile gemacht hat und dann kurz 1, 2 Tage raus ist, dann merkt man wirklich, was für einen Unterschied das macht. Und wenn man das dann wirklich für sich ankert und integriert, dann kann man das gar nicht mehr anders machen und dann wird man immer auf diesem Weg bleiben. So, ne? Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool, das nochmal zu hören, so zusammengefasst, wie das für dich in dieser Erfahrung war. Und eine Frage an dich habe ich. Und zwar, ich meine, jetzt hast du ne, das jetzt schon durchlaufen und hast sehr viele Sachen für dich gemerkt. Aber wie war das, als du im Power Call warst? So, was waren deine Gedanken? So, hattest du Zweifel, hast du gesagt, okay, ich weiß, ich muss was ändern und ich hoffe, dass das was bringt, ich bin mir aber nicht sicher? Oder hast du gesagt, nein, ich weiß auf jeden Fall. So, was waren so deine Gedanken? Das würde mich mal interessieren. Also es war tatsächlich so, schon so ein bisschen zweifelnd Unsicherheit, weil ich meine, ich glaube, ich hatte mir ein bisschen was anderes, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Und war dann schon so ein bisschen, okay, ist es das jetzt wirklich? Ist es jetzt echt das Richtige? Aber ja, am Ende hat es mich dann offensichtlich doch überzeugt, was auch die absolut perfekte, richtige Entscheidung war. Aber natürlich ist es bei jeder Investition, in Anführungsstrichen, die man in sich selbst tätigt, erstmal ist es ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der da ist. Und jedes Mentoring, jedes Coaching, das man macht, man weiß vorher nicht unbedingt, ist es jetzt genau das Richtige und passt es zu mir, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich vorher auch zu überlegen, okay, was will ich eigentlich damit erreichen mit einem Mentoring und mit einem Coaching? Und
Klar, zum anderen muss es auch passen, einfach, weil man ja doch ein bisschen Zeit so miteinander verbringt. Und aber ich denke, das erfährt man ja durch den Podcast ziemlich gut. Also ob es jetzt passt oder nicht, einfach von, ne, was so die Inhalte sind. Und ja, am Ende hat es mich überzeugt. Also ich wusste, es muss sich für mich was verändern. Und ich hatte einfach dann das Gefühl, das wird so sein, es passt. Ja. Und es interessiert mich jetzt, was hattest du für dich dir so vorgestellt? Also, was hast du am Anfang gedacht, was eigentlich das wäre, was für dich das Richtige wäre? Weil du meinst, du hast es dir anders vorgestellt gehabt. Ach so, nee, ich habe mir tatsächlich den Power Call, das habe ich mir ein bisschen anders Ach vorgestellt. so. Also genau, wie der Ablauf einfach da ist in dieser Stunde, die man da Ah, quasi okay. spricht miteinander. Das war das. Nee, nee, Ah, war anders. okay. Alles klar. Und ja, dann, wenn du jetzt die letzten 8 Wochen dir anguckst, was du jetzt alles gemacht hast, wie du jetzt auf Situationen guckst, denkst du, du wärst an dem Punkt, wo du jetzt bist, wenn du nicht im Coaching gewesen wärst? Nee, auf keinen Fall. Wäre ich nicht. Weiß ich auch genau. Also ich habe ja eine Gruppe, in der ich mich austausche. Und da die mich da und mit denen ich da länger schon zusammen bin, die wissen das auch, dass ich immer wieder gesagt habe, ich will was machen, ich will irgendwas mit dem Coaching, möchte den nächsten Schritt gehen, ich möchte einen Online-Kurs oder irgendwas in der Art erstellen. Und ich habe auch immer gesagt, nee, aber allein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ich war 2 Wochen im Programm und ich habe es gemacht. Insofern, ja, nee, hätte ich definitiv nicht gemacht ohne das Programm. Ja. Ganz nach dem Motto, mach es einfach und mach es einfach. Richtig, ganz genau. Und noch eine Frage, weil ich meine, du hast ja bestimmt dich vorher schon mit vielen Sachen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Coaching gemacht hast oder ob du auf Seminaren warst oder ob du Bücher gelesen hast oder allgemein nur Podcasts online konsumiert hast. Was hast du vorher schon versucht und was denkst du, war der größte Unterschied zwischen dem Coaching jetzt oder warum hat es vorher, hat es nicht ausgereicht für dich, um da in die Umsetzung zu kommen? Gute Frage. Also ich habe so ein Coaching, wie du das jetzt anbietest, hatte ich noch nicht gemacht vorher. Ich habe Seminare besucht, ich war bei Tobias Beck zum Beispiel, habe in der Richtung definitiv einiges gelesen, Podcast gehört und mir auch angeschaut. Aber mir hat immer so ein bisschen, ja, das Umsetzen gefehlt tatsächlich. Also überall kriegt man immer gesagt, was man tun soll, aber ich konnte es jetzt nie wirklich anwenden und dann auch umsetzen. Also ich finde, das ist so das, was tatsächlich bei dir das Spannende oder das ist, was eigentlich dann zum Erfolg führt, dass man wirklich danach weiß, was man tun muss. Also nicht nur auch in der Theorie, sondern ja, man kann es wirklich umsetzen und kann es auch immer wieder anwenden. Und weiß einfach, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, man weiß einfach, was man jetzt tun muss und wie man auch wieder reinkommt. Und das hätte ich vorher nicht gewusst. Ja, das ist und das ist auch ein Punkt, an dem viele Leute stehen, die zu mir kommen. Deswegen habe ich das auch wirklich so aufgebaut, weil ein Umfeld, ich sage immer, ne, Umfeld ist sehr wichtig, ne, an Menschen, an Orten, Strukturen, Routinen, aber ein Umfeld ist auch Zeit. So, ne, und ich kann dieses ganze Wissen in ein 4-Tage-Seminar packen und sagen, okay, hier hast du diese ganzen Informationen und jetzt lauf alleine los. Aber das ist natürlich wieder was ganz anderes, als wenn wir jede Woche reinkommen, ich mir das nochmal angucke, das begleite und dann ich wirklich Step für Step da reingehe und du auch nur das bekommst, was du diese Woche brauchst und dann nochmal reingehst. So. Und dann haben wir natürlich noch andere Leute, die natürlich auch in den Power Calls dabei sind. In den Mastermind-Calls. Was hat das einen Effekt auf dich gehabt, dass du jetzt auch andere Leute gesehen hast und die auch ihre Situation haben und auch ihre Limitierungen haben? So, wie hast du das wahrgenommen für dich? Also es ist immer spannend zu sehen, wo die anderen sind, was die für Themen haben. Und natürlich lernt man davon auch gleich. Also nicht immer fällt einem ja auch die fallen einem alle Fragen ein. Das heißt, wenn es jemand anders stellt, dann kann man das für sich dann auch wieder mitnehmen. Und ja, zum anderen ist es halt das Umfeld, wie du sagst, man ist nicht alleine, es geht allen so. Finde ich auch immer super spannend, auch was du immer erzählt hast, dass es auch dir in bestimmten Bereichen bis heute genauso geht, aber du halt einfach weißt, was du jetzt machen musst, wie du es umsetzen musst und was du tun musst. Und
Das ist halt so der Schlüssel, glaube ich. Und auch nicht zu glauben, zu meinen, irgendwann weiß man jetzt, also ist es, braucht man sich nicht mehr damit zu beschäftigen, man hat die Arbeit getan, sondern es ist ein konstantes Arbeiten, egal an welchem Step man ist. Und ja, dann zu sehen, wo die anderen stehen, wie die sich weiterentwickeln. Und was ich jetzt auch sagen muss, ist, dass mit ein paar, die ich da jetzt eben bei dir im Call kennengelernt habe, haben wir quasi so eine kleine Mastermind jetzt für uns gegründet. Und das ist natürlich mega. Also das ist das Umfeld, was man halt ein Stück weit auch jetzt mitnimmt und was man aber auch braucht. Und ja, dann... Ne, alle stehen früh auf, ne, man begrüßt sich schon morgens, wer ready ist sozusagen, und das ist natürlich total klasse. Und das würde ja, ohne dass man die anderen da im Call mit kennengelernt hat, ja auch nicht möglich sein. Ja, und das ist natürlich auch so eine Art Umfeld, was auch versteht, wie man plötzlich auf bestimmte Dinge guckt, ne? Weil viele Sachen, die du lernst, andere Leute, die du kennst, werden das vielleicht nicht verstehen oder ja, die Sachen gar nicht so sehen und sagen, hä, wie kannst du in der Situation so reagieren? Aber man hat dann Leute, die dieselben Sachen durchgehen, und das ist halt immer wichtig, weil es gibt diese Leute, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Die Frage ist halt manchmal, wo findet man die und so weiter, ne? Und deswegen ist das auch sehr cool. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf deine Ergebnisse, auf das, was du gemacht hast, weil am Ende des Tages hast du ja auch dieses Wissen genommen und hast es umgesetzt. Du hast es wirklich gemacht. Du hast wirklich auch dich selbst analysiert, in den Spiegel geguckt, weil das ist sehr wichtig. Ich meine, du hast es auch am Anfang gesagt, dass man erstmal sagt, okay, man hat manchmal bestimmte Ängste, die hochkommen, aber sehr viele von diesen Ängsten sind ja auch Zweifel, die man hat, die man selbst kreiert hat, wie man sich selber in gewissen Bereichen als mangelhaft bewertet und Angst hat, dass andere Leute bestimmte Sachen sehen und so weiter und so fort, und dass man wirklich reinguckt und sich anguckt, okay, wo sind jetzt wirklich die Lügen, die ich mir selber erzähle, was sind die Glaubenssätze? Und das ist ja nicht immer leicht, das ist auch etwas, was man teilweise verdrängt manchmal, was in Form von Emotionen hochkommt, und dass man da wirklich reingeht und auch Sachen tut, die unangenehm sind, und deswegen ist es sehr, 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 sehr cool zu sehen, was für eine Transformation du durchgegangen bist. Und was ist jetzt nochmal? Es ist für mich immer so eine spannende Frage. Aber was würdest du sagen, auch für die Leute, die da draußen sind, für dich die wichtigste Erkenntnis oder die wichtigsten Erkenntnisse, die du jetzt hast nach dem Coaching, die du auch für dich mitnehmen wirst für den Rest deines Lebens? Weil solange wir leben, werden wir wachsen und lernen. Aber was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Die wichtigste Erkenntnis... Ich glaube, dass es kontinuierlich ein Arbeiten ist an sich selber und mit den Tools, dass man wirklich nicht sagen kann, okay, jetzt bin ich fertig und jetzt passt es für immer so ungefähr. Das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, dass jeder konstant an sich arbeitet und an seinen Zweifeln, an seinen Glaubenssätzen. Es wird nur immer einfacher. Ja, dass ich jetzt einfach wirklich weiß, ja, wie ich damit umgehen soll, dass ich jetzt die Tools an der Hand habe, die mich jetzt begleiten werden. Ich meine, solche Sachen wie das Atmen, wie diese Pomodoro-Geschichten, all diese kleinen Tools, die nimmt man mit für immer. Auch die ganzen Bilder, ich finde, also du arbeitest ja auch total gern mit Bildern, und das finde ich super, weil das bleibt einfach im Kopf hängen, und an die Flugzeuge, was ich gesagt habe, und solche Sachen, die vergisst man nicht, und das hilft einfach in bestimmten Momenten dann, also man konditioniert sich ja selbst, und das bewirkt auf jeden Fall der Kurs. Und ja, ich bin super gespannt, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen, Monaten. Aber ich bin mir sehr sicher, dadurch, dass ich halt die Basis habe, dass ich da immer wieder zurückgehen kann. Und ja. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schön, was du da gesagt hast. Und ich meine, das passt auch sehr gut, ne, wenn man sich das anguckt, das Thema bei dir, Babyfotografie. Da sind nur so zwei Elemente, die eigentlich sehr gut passen. Weil einmal Fotografie sind Bilder, ne, und Menschen, man sagt auch immer, ein Bild ist mehr als 1000 Worte. Und das ist wirklich der Fall. Ne? Deswegen ist es ja auch so, dass auch teilweise in den Religionen oder wenn man jetzt zum Beispiel für Kinder zum Beispiel Geschichten erzählt, dass man wirklich Sinnbilder hat, wo man Prinzipien drin verpackt. Und Babys oder Kinder lernen ja auch sehr schnell, sehr stark visuell. Sondern das ist der Grund, dass man eine Geschichte erzählt und du merkst ja diese Geschichte. Und das ist auch wirklich, dass wir in uns immer noch diesen Kern, diesen Lernkern haben, der sehr, sehr ähnlich ist.
Und ich denke, dass das auch etwas sein wird, was, wenn du das mitnimmst, einmal für dich selbst, weil ich habe diese ganzen Prinzipien, ich sage das super oft, die habe ich ja nicht gelernt, um sie anderen beizubringen, sondern weil ich das für mich selbst gebraucht habe. Und ich denke, dass das auch vor allen Dingen in deinem Mentoring-Business für andere, die du jetzt coachst, du hast ja einmal die Skills, das, was die eigentlich wissen müssen, was sie eigentlich machen müssen, aber das wird auch teilweise da reinfließen, weil ich kenne keinen, der diese Prinzipien lernt und verstanden hat und für sich nutzt, der nicht dann irgendwann merkt, dass andere Leute, denen er dann helfen wird, bestimmte Sachen zu tun, ob das jetzt ein Fitnesstrainer ist oder was auch immer, der auch Mindset-Prinzipien braucht, damit die Leute auch viel einfacher das umsetzen können, was man denen gibt, weil manchmal haben sie, ja, die wissen eigentlich genau, was sie machen müssen, aber dann stehen sie sich wieder im Weg, weil Emotionen sind, oh nein, ich kann das nicht machen, weil, und das ist etwas, was ich denke auch sehr interessant sein wird in dem Punkt, und du wirst auch sehen, dass wenn man das dann anderen Leuten beibringt oder mit denen dann hilft, diese Brücke zu schlagen, dass das für einen nochmal unterbewusst noch mehr verankert und verstärkt. Ich merke das bei mir am besten, weil ich das die ganze Zeit mit anderen Leuten durchmache und das wird für mich wie so eine neue Sprache. Je mehr man sie spricht, desto fließender spricht man sie und das ist einfach super schön. Wie du gesagt hast, das ist einfach befreiend. Man hat dann keine Angst mehr um Situationen, dem Leben zu begegnen und vor allen Dingen kann man mit allem umgehen. Das ist immer diese Sache, du kannst damit umgehen, also kannst du es haben und sehr, sehr schön zu sehen. Vielen, vielen lieben Dank, Julia, für die Zeit und dafür, dass du auch das umgesetzt hast in dem Kurs, das Wissen, was ich dir gegeben habe und für dich das kreiert hast. Und das ist jetzt der Anfang, wir sind immer am Anfang und gehen weiter. Deswegen bin ich auch sehr gespannt zu sehen, was bei dir noch alles kommen wird. Und vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich danke dir von ganzem Herzen, auf jeden Fall. Dankeschön. So, ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Ich bin sehr, sehr stolz drauf, was Julia in dieser kurzen Zeit hinbekommen hat und wie sie ihr Mindset geswitcht hat. Und wenn du jetzt sagst, du bist an einem ähnlichen Punkt, du weißt eigentlich, was du machen musst, du hast ein Ziel, aber du stehst dir selbst im Weg, mental, emotional, von der Struktur, von den Routinen, der Disziplin, der Motivation, dann kontaktiere mich. Ich habe etwas, das nennt sich der Power Call. Das ist ein kostenloses Gespräch mit mir. Und wenn du hier in der Beschreibung auf diesen Link klickst, kannst du dich anmelden unter www.benwatara.com. Und dann kannst du dir einen Termin aussuchen. Jemand aus meinem Team wird dich kontaktieren und mit dir den Power Call vereinbaren, dir einige Fragen stellen, einfach, dass wir uns besser vorbereiten können auf dieses Gespräch. Und wir werden da genau auf deine Situation gucken. Ja, das ist ein Gespräch mit mir, da werde ich dir noch einige Fragen stellen, dass ich genau sehe, wo du jetzt gerade stehst, was deine Limitierungen sind, was deine Herausforderungen sind und was die beste Strategie ist für dich, da am schnellsten nach vorne zu kommen. Und das ist einer der besten Wege für mich, rauszufiltern, mit wem ich zusammenarbeiten kann, mit wem ich diesen Weg gemeinsam gehe, genauso wie mit Julia und mit so vielen anderen, mit denen ich diesen Weg schon gegangen bin. Und wenn du dich anmeldest, dann freue ich mich schon sehr auf unser Gespräch. Und vielleicht hast du jetzt schon in diesem Gespräch einige Erkenntnisse für dich rausnehmen können. Und am Ende des Tages ist es so wichtig, dass wir umsetzen. Ja? Es ist nicht wichtig, was du weißt. Es ist wichtig, was du umsetzt. Denn nur so kreierst du die Realität für dich. Und wenn du umsetzt, super. Wenn du aber sagst, du kommst nicht in die Umsetzung, da kann ich dir wirklich helfen. Denn das ist das, was ich mache und mit schon so vielen anderen gemacht habe. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Vergiss nicht, Wissen ist nicht Macht. Nur Machen ist Macht. Also mach es einfach. Mach es.